3 hochautomatisierte Sortieranlagen hat die Maschinenfabrik Springer für das neue Rettenmeier Sägewerk in Wilburgstetten geliefert. Das neue Werk schafft auf 3 Anlagen jeweils eine Dauerleistung von bis zu 180 Brettern pro Minute. Der Holzkurier hat sich das, laut eigenen Angaben, modernste Sägewerk Europas genauer angesehen. Man kann davon ausgehen, dass das Sägewerk für die nächsten 15 Jahre hundertprozentig gerüstet ist in der Ausführung der Technik, in allen Belangen, sei es jetzt von Begehungskonzepten, von der Dimensionierung, von den Möglichkeiten, die man auf einer Anlage abrufen kann. Das heißt Längen spezifisch von 1,8 Meter bis 6,3 Meter und das in jeder Dimension. Wir haben auch Features verbaut, wie eben unseren E-Feeder, unseren E-Cut, den neuen elektronischen Positionierschieber, hinten den Prepper mit sämtlichen Möglichkeiten, dass man hier ca. 250 bis 300 Pakete abrufen kann. Und man geht davon aus, eben, dass die Leistung mit 1,3 Millionen Fistmeter dann überschritten werden kann. In der Dimension, in der wir gebaut haben, mit den Leistungsvorgaben, die wir gemacht haben und auch mit den Vorgaben zur Automatisierung, die wir gemacht haben, da ist Springer eigentlich annähernd alternativlos in der Sägeindustrie. Hinzu kommt natürlich diese jahrzehntelange Zusammenarbeit mit der Firma Springer an allen unseren Standorten, die uns da auch von Anfang an ein gutes Gefühl gegeben hat. Ja, wir haben bewusst gemeinsam mit der Firma Rettenmeier das Augenmerk darauf gelegt, dass wir bedienmannloses Fahren ermöglichen, soweit es nur möglich ist. Dann die Einschnittgröße von 1,3 Millionen Fistmeter im Jahr eigentlich direkt abrufen können von den einzelnen Anlagen. Deswegen hat man auch 3 Anlagen konzipiert, die wir direkt anfahren können. Und mit sämtlichen Features, die heute möglich sind aus der Technik, sprich automatische Lattenlegung, Fremdaufgaben, automatische Prepperlinie. Auf beiden Seiten haben wir Sortierblöcke für eben Hubboxen, um diese ganze Sortimentsvielfalt abzubilden, in den Filmetagen eben direkt für die Hauptware verbaut. Und die Anlage ist eben für Hochleistung komplett ausgelegt. Also wir reden hier von 180 Bretter pro Minute auf jeder Anlage. Den E-Feeder, der wird eingesetzt speziell von uns für unterschiedliche Dimensionen, die im Einschnitt vorkommen können. Das heißt von sehr dünner Brettware von 12 mm nachfolgendem Brett mit einer Stärke von 45, 55 können Leistungen abgerufen werden bis zu 180 Stück. Ja, die speziell diese Kurzpakete, diese Versandpakete werden in der Größenordnung von 800 mm bis 1200 mm gefertigt und können von Größen von 300 mm als kleinstes Paket und 400 mm gebaut werden. Und das wird hinten über die Stapelmaschine abgefahren auf eine eigene Prepperlinie oder auf eine Paketemanipulationslinie. Und hier ist auch verbaut eine Paketpresse mit Staffeleinschub automatisch. Hier wird dann das Paket danach mit den automatischen Preppern, mit den ED3000 umreift, foliert speziell. Hier ist die Möglichkeit, dass man 6 unterschiedliche Folien reinbringt und eben auf der Größe hin des Paketes das Ganze foliert. Anschließend wird das Paket mit der Umreifung umreift, positioniert auf die riesige Länge, wird das 2 oder 3 oder 4 Umreifungen gesetzt und dann zum Abtransport gebracht.